Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Im letzten Part haben wir Kapitel 2 abgeschlossen, sind von der Horde von Zombies, was auch immer, wie auch immer die Dinge heißen, entkommen und sind jetzt im Kapitel 3 angekommen. Ich dachte, dass der wieder in den Bildschirm kommt, wo man dann fortsetzen kann, aber wenn man das Spiel lädt, dann macht er automatisch Kapitel 3 weiter. Ja, Kapitel 3, die Klauen der Horde. Und ja, machen wir ab dem Moment jetzt hier wieder weiter. Und ja. So. Ah, okay, jetzt können wir wieder spielen. Ja, wir sind ja von der Horde Zombies, was auch immer, zu entkommen. Ja, habe ich gerade schon vorgelesen. sind wir ins Wasser gesprungen. Und sind jetzt hier wieder irgendwie aufgetaucht. Keine Ahnung, wo wir uns gerade hier befinden. Es sieht auf jeden Fall nicht besser aus als da. Also, ist auch egal. Ah, oh, wir haben noch eine Spritze. Das haben wir mal gern. Kann man die... Man kann auch nicht mehr die Kiste hier aufmachen. Oh, man kann sie auftreten. Ah, was ist denn mit der Kamera los? So, Kisten auftreten. Oder auch boxen. Aber ist meistens nie was drin. Gefällt mir. Wenn man so spärlich ausgerüstet ist. Ist echt super. Oh, noch mehr Gehirnpunkte. Ah, wir haben schon 6500. Oh Gott, verklickt. Ist bestimmt nicht viel, aber... Ja, trotzdem cool. Können wir uns wieder was ins Gehirn implantieren lassen. Kann man das Licht ausmachen? Nein, kann man nicht. Schade. Noch ein Fass kaputt machen. Da ist auch mal wieder nichts drin. Oh, 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 oh. Dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Streichhölzer. Okay, jetzt müssen wir die Leichen hier verbrennen, damit wir weiter können. Ja. Ich höre der ganze Zeit irgendein Geräusch. Das ist. Wie jetzt? Wir müssen nochmal verbrennen. Ach, deswegen haben wir gleich 3 auf einmal bekommen. Weil wir die ganzen Leichen hier verbrennen müssen. Warum liegen die alle hier? Wer hat die hier liegen gelassen? So. Immer höher. Ich hoffe nicht, dass gleich hier irgendwas kommt. Warte mal, ich muss mal. Kurz. So ging ich schleichen also. Oh Gott, warum ging denn die Tür jetzt auf? Ich will nicht mehr. Hä, warum ging die Tür jetzt auf? Hier ist doch niemand. Oh. Scheiße. Oh ja. Kannst du laut sagen. Was sind wir hier? Heilige Scheiße. Ist ja wie ein Friedhof hier, ey. Total tote Hose. Oh Gott. Warum gehen denn Türen immer von alleine auf? Warum? Oh. Da hängt jemand. Da hängt noch mehr. Warum geht die Tür zu? Warum? Oh, eine Glasflasche haben wir hier. Also, das ist schon eigentlich recht praktisch, aber ich will keine Türen, die automatisch auf und zu gehen. Oh Gott! Ja! Danke, dass diese Information jetzt kommt. Meine Fresse. Was haben wir denn hier alles Schönes? Wir haben eine doppelläufige... Warte, wann haben wir die bekommen? Ja gut. so, warte mal. Benutzen. Spritzen wir uns mal wieder was. Doppel... Habe ich irgendwas voll verpeilt? Ja gut.
Doppelläufige Schrotflinte. Aber leider keine Munition dafür. Zwei Schuss haben wir dafür. Warum zielt er so weit unten? Das Fahnenkreuz ist da oben und er zielt da ganz unten irgendwo hin. Ja gut. Oh cool, jetzt haben wir die auf dem Rücken. Gefällt mir. Oh, hier geht's weiter. Oh, hier ist noch eine Leiche. Die sieht nicht mehr so lebendig aus. Aber wissen kann man es nie. Ich glaube, ich habe irgendwas verpeilt. aber hey. Jetzt haben wir sie. Ist halt auch nicht so schlimm. Können wir wieder raus? Tritt nicht die Türen auf. Da hinten geht Licht an. Oh, da hinten ist Licht an. Und ich höre eine Musik. Ganz langsam die Tür aufmachen. Machst du gut so. Irgendjemand hat die Musik angelassen. Schärfen. Warte mal. Wie, was, wo? Steuerungsinformationen. Bombe entschärfen. Blau, Erfolg, Rot, Fehlschlag. Wenn die Nadel innerhalb der Umgebung im blauen Bereich anhält, ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen die neue Teile und für Fallen. Ja gut. War jetzt, glaube ich, nicht so gut. Sagen wir ein bisschen Leben. Haben wir noch eine? Nein, wir haben keine mehr. Das ist blöd. Was ist das hier eigentlich? Das ist der Hilfekoffer. Ah, das macht, das ganze Leben wieder voll. Alles klar. Gut. Oh, jetzt bin ich voll benebelt. Was hat denn er sich da gerade gespritzt? Das war blöd, ey. Das mit den Bomben muss ich echt noch besser hinbekommen. Oh, wir können die aufmachen. Und wir haben ein bisschen Gehirnmasse. Gehirnpunkte. Ich sammle gern Gehirnpunkte. Streichhölzer. Können wir wieder eins mitnehmen? Okay, im Moment ist hier nicht wirklich viel los. Die Musik hat aufgehört. Leslie, hierher! Nein. Wer ist da? Okay. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Okay. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Das soll jetzt heißen, ich soll die Dinger weglocken? Was können wir mit dem Ding hier machen? Können wir irgendwas machen? Nö, kann man nicht. Ja, ich bin der mit der Waffe und wenig Munition. Super. Gute Voraussetzungen. Was ist da? Was ist da? Teile? Ja, Teile. Ah, abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Die müssen Sie betätigen, damit ich durch kann. Okay. Die hier also. Gut, machen wir mal. Okay, müssen wir drehen. Okay, haben wir gedreht. Ich wünsche, wir würden noch ein bisschen mehr Munition bekommen, weil es echt ein bisschen wenig, was wir haben. Mann, die Kamera ist aber echt manchmal nervig. Hier drüben! Hier! Hey!
Hier drüben! Hier geht es lang! Oh, er lenkt sie ab. Alles klar. Der Alte geht dabei noch drauf. Oh ja. Soll er aber nicht. Ich wollte mich gerne hier noch ein bisschen umsehen, aber anscheinend hetzt er mich gerade so sehr, dass... falsche Taste? Oh, hier ist noch Gehirnmasse. Oh Gott! Oh Gott. Ey, ich war darauf so null vorbereitet. Kommen die auf einmal her? Oh, hier ist noch einer. So, 7 Schuss haben wir. Okay. Den haben wir. Hier war eine... Oh, hier ist eine Axt. Okay, hier ist eine Axt. Mit der können wir die auch prügeln. Oh, hier ist Munition. Oh, nice. So, warte. Ah, das Spiel pausiert. Doch, das Spiel pausiert. Gut. Die Axt. Brandbolzen. Achso, wir haben jetzt einfach eine Axt, die wir als Nahkampf benutzen. Statt einfach dämlich zuzuschlagen. Warte mal, wie ich jetzt Pistole auswähle. Lege ich in die... Ach, die Axt lege ich wieder ab. Das ist ja blöd. Ich dachte, man kann die mitnehmen. Das ist ja echt scheiße. Mann! So, ducken und Bombe entschärfen oder was auch immer ist das. So. Nee, ich muss halten. So, okay, jetzt habe ich 6 Teile. Okay. Da ist noch was ich mitnehmen kann. Das ist Streichhölzer. Ich könnte ein bisschen Leben gebrauchen. Okay. Hört sich ein Typ wie Ketten an. Der irgendwas mit Ketten macht. Ich komme hier eigentlich wieder runter. Da fällt mir einfach mal die Tür ein. Ich gehe mal weiter nach oben. Oh. Flaschen, hier kommen wir auf jeden Fall her. Das heißt... Da sind Scheiben kaputt gegangen. Hier kommen wir auch wieder runter. Oh, hallo, Freund. Der hat der Wichser hat eine Pistole. Hatte ich eine Pistole? Ich weiß es nicht. Die laufen jetzt schon mit Pistolen herum, ey. Wir haben keine Munition mehr, kein Leben mehr. Was haben wir denn alles noch so? Ja, nichts. Gut. Gute Voraussetzung, um hier weiterzukommen. So, mit so einer Axt kann man einen im Nahkampf mit einem Schlag erledigen. Jetzt haben wir noch einen Schrotflintenschuss. Das ist übrigens nicht sehr gut. Scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Ich brauche Deckung. Ja. Wieso haben die alle Gewehre? Verstehe ich echt nicht. Ey, es hätte immer noch einer wieder hier... irgendjemand herum... mit einer Kette herumklimpern. Das ist echt ein bisschen nervig. ja? Gut. Oh, der rennt mir mit einer Axt hinterher. Nee, ey. Der steht auf! Der steht auf! Oh Gott.
Au, 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 au. Ich bin, glaube ich, tot. Ich bin, glaube ich, tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Könnte ich bitte die Treppe ein bisschen schneller hochlaufen? Dankeschön. Die kommen da bestimmt gleich hier rein. Dann werden die da bestimmt von der Bombe. Okay. Entschärft. Oh Mann. Das wird echt hart. Hey, nimm noch die Axt. Ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. So, kaputt machen. Oh, zwei Schüsse Munition. Schnell nachladen. Wieso werden die nicht von der Bombe... Kann ich eigentlich jetzt auf die Bombe schießen und die das Ding geht in die Luft? Das wäre genial. Ah, probieren wir es einfach mal. Mehr als dass wir sterben, kann ja nicht passieren. Es hat funktioniert. Das steht schon mal fest. Oh, und die, natürlich leben die beiden auch noch, ja. Ah, ist okay. Ich hab ihn doch voll am Kopf getroffen. Ey, was sollen wir jetzt machen? Ich habe keine Waffe mehr. Super. Ich dachte, das hilft, bringt was. Schnell an ihn vorbeilaufen. Dass sie mich jetzt verfolgen werden. Oh, was ist das denn jetzt? Hier müssen wir wieder raus. Oh, nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Lauf. Oh Gott, das Spiel ist echt hart. Ja, hier waren wir zwar schon. Aber ich gehe trotzdem nochmal rein. In der Hoffnung, vielleicht irgendwas zu finden, was wir vielleicht gebrauchen könnten. Wir haben hier zum Beispiel eine Fackel. Ich kann mir die Zombies damit anbrennen. Hier haben wir was zu verstecken. Und hier haben wir schon gelootet. Gucken wir mal, ob wir die Zombies anzünden können. Hat die uns überhaupt gefolgt? Sieht nicht so aus. Ah, naja, soll mir recht sein. Hier kann ich nicht hoch, natürlich. Oh, der... Ja, natürlich hat er auch noch eine Reserve-Axt. Ist ja klar. Ist natürlich selbstverständlich, dass er eine Reserve-Axt dabei hat. Mehrere Äxte zum Werfen. So, hier waren wir drin. Er hat unter dieser Zombie hier gestört. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Aua. Oh, wir haben eine Axt gefunden. Nee. Ich wollte Licht ausmachen. So, wenn er uns jetzt noch einmal trifft, sind wir am Arsch. Wir können nicht mehr rennen. Okay. Er kann uns nicht treffen. Jetzt machen wir den Typen fertig. Zielt auf uns. Er kommt. Okay, den haben wir. Ah, Munition hat er nicht fallen gelassen. Schnell rein hier. Okay. Ich hoffe, dass wir erstmal hier sicher sind. Kann ich wirklich was gegen die Zombies machen? Ich nenne jetzt einfach Zombies, also ganz ehrlich, ich weiß den richtigen Namen nicht.
Oh, das sieht schick aus. Oh, eine Schrotflinte. Gegen Schrotflinte. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum wir die jetzt schon hatten. Oh, Magazine. Magazin 4? Das ist gut. So. Jetzt haben wir die Schrotflinte. Achso, das ist eine andere. Ja gut, dann gibt's denn. Nee, ich habe echt keine Ahnung, wo ich die hatte. Naja. Ist mir egal. So, man regeneriert anscheinend ein bisschen Leben nach einer Weile. Das ist schön zu wissen. He's watching. We can't leave. Oh Gott. Oh, heilige Scheiße. Die haben mich gehört. Nein. Okay. Ich würde aber mal sagen, dass wir jetzt für diese Folge Schluss machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.